Hallo Leute, willkommen bei Farmers Dynasty. Dies ist Teil 12 und wir sind hier jetzt schon fast bei Lydia und es hieß gerade, ich würde hungrig werden. Vielleicht esse ich lieber noch einen Happen. So. Ich denke, ich esse mal einen Apfelmus. So, prima. Jetzt bin ich sehr schön satt. Wunderbar. Fahren wir da mal hin zu der Lydia. Geht's da lang oder da vorne? Ich glaube da vorne. So. Da ist sie, glaube ich, schon. So. Stopp, stopp. Gut. Ja, prima. Dann sprechen wir mal mit dir. Hast du deine Aufgabe erledigt? Ja. Wir reden später. Wie, war ich nicht schon bei dem William? Habe ich da jetzt irgendwie was vergessen? Ich dachte, ich wäre bei William schon gewesen. Nein, das war das Falsche. Ich soll ihr die guten Nachrichten mitteilen. Ja. Wir reden später. Okay. Ich dachte eigentlich sogar, dass ich das schon getan hätte. Sehr merkwürdig. Naja, also sie will jetzt mit mir nicht quatschen. Dann fahre ich halt wieder. Diesen Düngerstreuer brauche ich sowieso nicht so bald. Dann geht's jetzt zu diesem Frank, wo ich arbeiten muss. Oh, da rennt einer durch die Gegend. Tja, dann hätte ich mir auch die Fahrt mit dem Trecker sparen können. Aber nun gut, es ist ja auch gar nicht so schlecht, wenn ich ab und zu mal ein bisschen Trecker fahren übe. So. Es wird schon ein bisschen besser als es... Aber immer wenn ich die Maus bewege, dann wackelt die ganze Welt. So. Ja, zu dem etwas besser wollte ich noch sagen. Also etwas weniger katastrophal. Von Gutfahren bin ich noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. So. Ah, jetzt sollte ich Franks Aufgabe so folgen. Ja, dann kriege ich das auch schön angezeigt. Es ist ja irgendwie schon ein bisschen blöd, dass ich aus Versehen den Feinputz gekauft habe. Ich habe gesehen, ich hätte ihn wieder verkaufen können, aber dann hätte ich gleich mal 100 Euro Verlust gemacht. Dann hebe ich ihn mir lieber auf, denn irgendwann brauche ich ihn ja. So. So. Okay. Also ich fahre jetzt nicht bei ihm rein, denn wahrscheinlich brauche ich das ja gar nicht. Außer ich schaffe jetzt schnell die Aufgabe. Dann kann ich ja immer noch reinfahren.
So, hier habe ich doch gearbeitet beim letzten Mal. Und das hat irgendwie nicht gezählt. Jetzt gucke ich das alles nochmal durch. So. Denn bevor ich ein ganz neues Gebäude anfange, könnte ich ja schon auch versuchen... War das wirklich das, was ich gemacht habe? Das ist auch kaputt. Nee, wahrscheinlich. Ich glaube, es war ein anderes. Jetzt bin ich ganz verwirrt. An welchem Gebäude habe ich denn gearbeitet? An diesem hier nicht. Das sieht man deutlich. Oder ist es in der Zwischenzeit wieder kaputt gegangen? Nee, eher an diesem da. Das sieht so repariert aus. Das hätte ich mir ja vielleicht auch mal merken können. Ich guck mir mal hier die Gebäude an. Dies hier kommt mir nicht vertraut vor. Und dieses hier ist ziemlich repariert. Ja, ich glaube, es war dieses da. Da habe ich mich von dem Dach verwirren lassen. Weil das gleiche Dach hatte wie eins der anderen. So, ich gucke hier jetzt nochmal durch, ob ich irgendwo noch was Rotleuchtendes sehe. Es reicht ja, wenn es noch eine Stelle ist, die ich übersehen habe. Ich gehe mal hier rein. Das sieht ziemlich schnieke aus, alles. So. Tja, da wäre so eine Fortschrittsinfo gut, dass man sehen könnte, ja, 94% geschafft oder so. Dann wüsste man ein bisschen besser, woran man ist. So. Da leuchtet nichts rot. Komisch. Na, wenn ich Pech habe, habe ich dieses Gebäude umsonst repariert. Huch! Na, das ist auf jeden Fall kaputt. Jetzt guckt euch das an. Es fliegt. Tja, welches nehme ich dann jetzt? Das da oder dieses? Ja, das hat's auf jeden Fall bitter nötig. Mal gucken, wie weit ich damit komme. So, das braucht ein Gerüst. So. Ich mache erstmal die Sachen, die man von unten machen kann. So. Da ist auch die Mauer kaputt. Gut. Ja, ich gehe einmal rundherum. Dann baue ich ein Gerüst auf. Es sieht so aus, als würde das hier alles im Obergeschoss stattfinden. Nee, hier. Hier ist auch was im Erdgeschoss. So. Gut. Tja. Na, statt dass ich mich um meine Bude kümmere,
repariere ich bei fremden Leuten was? Aber gut, es ist ja schon interessant, wenn man dabei Freunde gewinnen kann. So. So. Und als Nebeneffekt kriegt man auch noch irgendwelches landwirtschaftliches Gerät, das man später bestimmt irgendwann mal braucht. Ah, leider kann ich die Dachsachen nicht von hier aus machen. Das ist ja schade. So. Nee, da tut sich gar nichts. Na gut, dann werde ich dafür noch ein Gerüst brauchen. So. Es geht hier eigentlich recht flott. Okay. Schlepp, schlepp, schlepp. Jawohl. Wäre das jetzt alles? Oh, das Dach wird nicht mal rot angezeigt. Was ist da für ein Ausrufezeichen? Ah, da ist vielleicht der Auftrag. Vielleicht ist das auch ein Aspekt bei dem anderen, dass rot immer nur angezeigt wird, wenn man das direkt von hier aus machen kann oder so. Das heißt, dass ich vielleicht auch nochmal aufs Dach muss, um da zu gucken. Ja, hier sieht alles okay aus. Gut. Also, jetzt ein Gerüst. Jawohl. Da flitzen wir mal hoch. Na, so. Jawohl. Nur eigentlich ein schönes Holzdach. Das ist ja merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig. Ob ich dafür Bretter kaufen müsste? Oder hat er vielleicht irgendwo Bretter rumliegen? Sehr mysteriös. Möglicherweise ist das auch ein falsches Gebäude. So. Ich guck mal, ob ich da irgendwo Bretter rumliegen sehe, die ich hierfür verwenden könnte. Ich habe keine Ahnung, ob das so gedacht ist. So. Auf jeden Fall, finde ich, ist das Dach nicht fertig. Das sieht man ja eindeutig. Aber, ja, da ist nichts zu reparieren. Es sieht auch neu aus, aber halt unfertig. Was haben wir hier? Immer zu spät, nie pünktlich. Ach so, das geht mich, glaube ich, nichts an. Was ist denn das? Und zusätzlich kriege ich meine Kopfschmerzen. Okay. Das nervt. Tja. Absolut. Merkwürdig, merkwürdig. Tja.
ob ich das Gerüst erstmal wieder mitnehme. Ich meine, man sieht überhaupt nichts Rotes. Und ich kriege aber auch keine Meldung, dass es fertig ist. Auf jeden Fall nehme ich das Gerüst mal mit. Denn ich weiß nicht, ob ich beliebig viele Gerüstmaterialien habe oder ob, wenn ich eins stehen lasse, es dann irgendwann mal heißt, ja, sorry, du kannst kein Gerüst mehr bauen, weil du nicht mehr genug Gerüst hast. So. Da muss man auch noch reparieren. Zählt das überhaupt? Also, muss man das reparieren? Und da ist das Ausrufezeichen. Jetzt gucke ich mal auf der Karte. So. Repariere eines der Gebäude. Transportmission ist da auch gleich um die Ecke. Naja, vielleicht könnte ich das ja mal machen, die Transportmission. Und dieses hier, das ist wohl identisch. Ich gehe mal hier zu... Ist das Frank? Bist du Frank? Hm? Ja. Hey, guck mich an. Hast du deine Aufgabe erledigt? Ja, ich habe schon viel gemacht, aber irgendwas stimmt hier nicht. Hast du deine Aufgabe erledigt? Ah, na gut. Tja. Soll ich da jetzt noch mehr reparieren? Oder mache ich das, wenn ich mal einen Gülleverteiler brauche? Momentan habe ich ja noch nicht mal Kühe. Ich guck mal, ob ich da irgendwie diesen Transportauftrag kriegen kann. Der ist hier, wo ich stehe, neben mir. Huhu. Huhu, ist da wer? Da. Wer bist denn du? Hm? Das ist doch... Ist das nicht Lydia? Nee, das ist Luna. Noch nicht. Entschuldigung. Okay, okay. Und du? Noch nicht. Entschuldigung. Hm. Mysteriös. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier richtig bin. Nee, da bin ich schon zu weit. Das wäre also mehr hier der Transportauftrag. Hm. Huhu. Oh, hier könnte ich ein bisschen angeln gehen. Ja, das könnte mich vielleicht etwas über diese etwas missratenen Aufträge hinwegtrösten. So, nee, Angel ist anders. Angel geht so. Benutzen Angelroute. So. Ich meine, das ist nicht sehr effektiv, das Angeln. Aber man muss hier warten, Eier sammeln und so ist schneller. Aber Angeln ist halt was sehr Entspannendes, Beruhigendes. So, ja, super. Gut. Das klappt doch. So. Schön warten. Natur genießen. Ja, sieht man da schon Fische?
Da hinten sehe ich welche. Und die schwimmen alle weg. Hey, kommt mal her. Ich will euch fangen. Ja, kommt mal her, ihr Fische. Ich weiß, beim Angeln sollte man eigentlich nicht reden. Aber das, was ich sag, hören diese Fische nicht. So. Na? Na, da kommt einer in die Nähe. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Und jetzt haut er wieder ab. Tja. Im Ernst? Vielleicht muss ich... Das war jetzt nix. Okay, ich kann die also rausziehen. So. Und wieder neu reinwerfen. Das ist jetzt aber auch nix gewesen. So. Da hinten sehe ich Leute. Tja, ob die vielleicht was mit dem Transportauftrag zu tun haben? So. Jawohl. Na prima. Oh, jetzt habe ich gleich wieder ausgeworfen. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber jetzt warte ich noch ein paar Sekunden. Vielleicht kommt ja noch ein Fisch. Oh, da angelt auch einer. So. Jawohl. Nee, jetzt packen wir die Angelrute weg. Sehr mysteriöser Auftrag. Ich werde schon wieder etwas hungrig. Sieht so aus, als ob es mich interessiert? Ah, das ist ein Fisch mit Nährwert 15 und der hat Nährwert 20. Ich esse mal eine Grillwurst. So. Das ist ich frage mich, ob mich dieser Frank irgendwie ein bisschen veräppelt. Da sag ich nur Amen. Ah, du willst mich rüberlassen? Nun gut, dankeschön. Ja, ich denke, ich fahre mal wieder nach Hause und dann gucken wir vielleicht mal, was eine Kuh kostet oder so. Denn ich denke mal, ja, sonst habe ich aktuell nicht viel Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Naja, vielleicht irgendwie einen Transportauftrag oder so. Das könnte ich nochmal versuchen. Aber ich gucke trotzdem mal, was eine Kuh kostet. Weil das will ich auf alle Fälle machen. Also vielleicht nicht heute, je nachdem, wann ich sie mir leisten kann. Ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal schnell heim. Muss ich hier ab? Nee, ich glaube hinter dem... Oder? Nee, das ist schon hier. Ups. So. Also ich fahre jetzt mal nach Hause und fahre dann mit dem Bus zu dem Agrarfachhandel. Dann sehen wir uns wieder. So, jetzt sind wir hier bei diesem landwirtschaftlichen Shop. Okay. Oh, ich habe nur noch 304 Euro, weil ich diese blöden Feinputz gekauft habe. Oh, und die kosten 441. Welch ein Jammer. Ich hätte mir eine Kuh kaufen können und kann es jetzt nicht. Das ist schon etwas ärgerlich. Da muss ich irgendwie noch
heute noch 140 Euro verdienen, damit ich mir die Kuh leisten kann. Ja, wie mache ich das denn am besten? Vielleicht mit irgend so einem Transportauftrag. Ich guck mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Sam will eine Sämaschine loswerden. Also da muss ich bestimmt was arbeiten. Und Kelvin hat eine Ballenpresse. Nicht schlecht. Hier ist eine Transportmission verfügbar. Ich denke mal, da kann ich am ehesten Geld verdienen. Hier. Steve hat einen Getreideanhänger. Was ist dort? Home Sweet Home. Ja, das haben wir ja. Sind das nicht zwei Sachen? Ah, da steht mein Auto. Gut, okay. Und hier ist... Pflüge das Feld. Okay. Ich denke mal, am ehesten eignet sich dieses hier. Die Transportmission. Und dann gehe ich da zu der Bushaltestelle. Gut. So. Dankeschön. So. Hier. Weil für so Transportaufträge kriegt man manchmal schon spürbar Geld. Ah, hier sind wir in der Nähe der Kirche. Vielleicht kann ich nochmal mit Nora flirten. Mal gucken, ob die noch da ist oder wieder oder... Nee, ich sehe sie nicht. Oh, das ist hier wohl der Hochzeitspavillon? Hm. Aber die holde Nora sehe ich hier nicht. Gut, dann gucken wir mal, wo ich lang rennen muss zu dem Auftrag. Okay, die Straße runter. Ein ganz schönes Stück zu einem Hof. So. Dann schaue ich hier nochmal, ob rechts oder links. Ich schaue mal in die Richtung. Das ist die richtige. Gut, also flitzen wir hier entlang. So. Wenn ich in Peaksville bin, dann sehen wir uns wieder. So, hier müsste ich jetzt bald sein. Auf jeden Fall ist hier ein Hof auch kaputt. Aber von schlecht funktionierenden Reparaturarbeiten habe ich heute erstmal genug. Mal gucken, ob ich einen funktionierenden Auftrag hinkriege. Da ist jemand. Hallöchen. Da sind viele. Wir reden später. Na gut, na gut. Und du, Erik? Wir reden später. Und Ellie? Noch nicht. Entschuldigung. Guten Tag. Schönes Wetter. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Was ist los mit dir? Redest du immer so? Tja. Na, sie scheint mich ein bisschen mehr zu mögen. Hallo. Die Ellie. Oh, bist du es wieder? Jo, da sag ich mal Hallo, meine Schönheit. So toll, dich zu sehen. Hallo, meine Schönheit. So toll, dich zu sehen. So schön, das zu hören. Danke. So. Tag. Guten Tag. Jetzt frage ich mal,
ob es was zu tun gibt. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Tja. Na, dann... Du siehst heute wirklich wunderschön aus. Schön zu hören, danke dir. So. Ist ein bisschen versteckt hier zwischen den Sonnenblumen. Nun gut, das war jetzt wohl ein Kalter. Bin ich denn hier richtig? Nicht so perfekt. Ich probier's nochmal mit dem. Noch nicht. Entschuldigung. Okay. Wir reden später. Vielleicht muss man da hartnäckig sein. Lasst uns reden. Oh, Tatsache. Guten Tag. Ach, so läuft das. Okay. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Gut, da kriege ich dann 294 Euro. So ist gut. Ja? Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Okay, und wo soll ich das abholen? Mit Tom. Das heißt, wenn die sagen, jetzt noch nicht, wir reden später, muss man es einfach weiter probieren. Wieder was dazugelernt. Gut, dann gucke ich jetzt mal hier. Transport, wo soll ich das jetzt abholen? Es müsste hier eigentlich angezeigt werden. Das ist die würzige Kürbissuppe. Das ist... Oh! Okay, da oben. Bei Frank in der Nähe, oder ist das in dem Dorf? Nee, das ist bei Frank in der Nähe. Na gut. Dann gehe ich mal zur nächsten Bushaltestelle. Ah, die ist hier leider weit weg. Ja, die ist hier bei der Kirche. Nun gut, da flitze ich da mal hin. Und dann hüpfe ich hier hoch. Und dann bin ich eigentlich schon bald beim Paketdings. Okay. So, hier bin ich schon fast. Das ist doch nicht bei Frank, wo das Paket ist, sondern etwas weiter hinten. Es wäre ja schön, wenn das jetzt klappen würde. Denn dann könnte ich mir eine Kuh leisten. So, da. Muss ich hier vielleicht so rundherum laufen? Na? Da, genau. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Die kennen wir doch. Ist das nicht Becky? Gut, und jetzt muss ich das Paket abliefern. Okay. Gut, dann flitze ich dahin. Sprechen Sie mit Becky? Ja, das ist Becky, genau. Wusste ich's doch. Also, ja, da flitze ich dann mal hin und dann sehen wir uns wieder. So, hier bin ich jetzt wieder. Jetzt müssen wir diesen Tom suchen. Wo steckt der wohl? Da ist noch die holde Schönheit. Sie sieht so ein bisschen... Ah, sie arbeitet. Gut. Wir reden später. Na gut, ist in Ordnung. So, da ist er. So. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Dankeschön. Na prima. Super gut. Ah, und jetzt habe ich eine Errungenschaft freigeschaltet. Ich bin ein Nachbar.
Wir können ja auch mal mit Erik sprechen. Lasst uns reden. Hm? Jo. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Das ist alles, danke. Okay, dann geht's jetzt wieder heimwärts. Kommt drauf an, wie du das siehst. Aha. Jo, rumgequatsche. Und jetzt benutze ich hier einen Trick. Und zwar beame ich mich jetzt erstmal zu meinem Zuhause, und zwar zu meinem Pickup. So, und von dort aus kann ich dann mit der Bushaltestelle... Ich werde schon wieder etwas hungrig. Na, sowas. Also, von dort aus kann ich mit der Bushaltestelle zu dem Agrargeschäft fahren. Das geht sehr viel schneller, als wenn ich da wieder zu Fuß zurück zur Kirche gerannt wäre. Leider funktioniert das nur in Richtung Zuhause, beziehungsweise da, wo ich halt meinen Pickup oder meinen Trecker stehen habe. So, es wird auch schon dunkel. Zur Zeit, dass ich die Kuh kaufe. So. Jetzt. Gut, sie kostet immer noch das Gleiche. Eine Kuh. Jawohl. Futter habe ich ja. Okay. Und jetzt nichts wie nach Hause, und dann gucken wir uns die Kuh an. Und dann ist auch schon wieder Abend, denke ich. Muss ich Abend essen? So. Und ins Bettchen gehen. So. Na, ich bin schon sehr gespannt auf die Kuh. So. Okay. Da ist sie, eine Kuh. Machen wir gleich mal ein schönes Erinnerungsfoto. Ja, steh mal auf, wir wollen dich sehen. Eine Kuh. Hallo. Sie redet nicht mit mir. Uch, wo bin ich denn jetzt gelandet? So. Oh, cool. Hallo. Sehr schön. Also noch hat sie keine Milch, ist ja eigentlich logisch. Sie sieht so ein bisschen gescheckt aus. Gibt's hier noch was zum Reparieren? Nee, das habe ich ja schon gemacht. Ja, schön, dass du da bist. Demnächst kaufe ich auch noch mehr Kühe, dann hast du auch Gesellschaft. So, jetzt musst du dich mit der Katze zufrieden geben. So, dann mache ich hier mal zu. Oder hinten sollte ich vielleicht auch zumachen. Damit die Kuh es schön warm hat über Nacht. So. Na, so. Es wäre ja auch schön, wenn man die Kuh tagsüber auf die Wiese bringen könnte. Und euch, geht es gut? Ja, sie gackern. Okay, dann werde ich jetzt erstmal reingehen und dort ein Happen essen. Muss ich ja hier nicht so im Stehen. Gut. Ah, eine neue Küche wäre schon eine feine Sache. So, jetzt gucken wir mal.
Ich könnte ja so ein Ei essen. So. Jetzt bin ich satt. Na, Nahrung 99. Gut. Fast satt. Nun, dann schlafen wir mal. So. In der Ollenbude. Das Schlafzimmer ist so mit noch am besten. Aber es sieht auch ein bisschen oll aus, ja. So. Okay. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.